Eine Frage, die sporadisch in der Praxis auftaucht: Wie kann ich die eine getätigte Eröffnungsbuchung für ein angelegtes Konto im Nachhinein verändern? Ganz einfach. Unter Anwendungen Buchhaltung finden Sie ja den Eintrag Konten. Bei Konten können Sie Ihre Girokonten, Privatkonten anlegen. Kassenkonten werden vom System automatisch vergeben, je nachdem wie viele Lizenzen Sie haben, und Sie haben die Möglichkeit, beim Zugriff auf ein Kassenkonto oder beim erstmaligen Zugriff auf ein Kassenkonto den Eröffnungsbestand der Kasse einzugeben. Sollten Sie, egal für eine Kasse oder für ein Girokonto, einen Fehler bei der Eingabe gemacht haben, können Sie den nicht ganz einfach ändern, dass Sie sagen, oh, ich gehe jetzt da drauf und gehe auf Ändern. Tut sich nichts. Nein, Sie müssen unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen gehen, auf der linken Seite in der Combo-Box das gewünschte Konto auswählen und nun auf den ersten Datensatz in der Liste ganz oben stellen. Dann haben Sie in der vorletzten Spalte ein E stehen. E ist das Kürzel, das Präfix für Eröffnungsbuchung. Diese Eröffnungsbuchung können Sie ändern, weil nun der Button hier Eröffnungsbuchung ändern aktiv bzw. sichtbar ist. Stellen Sie sich auf einen anderen Datensatz, haben Sie keine Möglichkeit, diese getätigte Eröffnungsbuchung zu ändern. Wir stellen uns drauf und sagen nun Eröffnungsbuchung ändern. Wir gehen einfach aus in unserem fiktiven Beispiel davon aus, dass es nicht 100 Euro sind, sondern 1000 Euro, die wir als Eröffnungsbuchung auf dem Girokonto hatten. Ich drücke Enter, sage Übernehmen und nun hat WabiProfi 3 den Eröffnungsbestand dieses Girokontos von 100 auf 1000 geändert. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Sie Eröffnungsbuchungen von Kassenkonten nur bedingt ändern sollten. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt gesagt, wir haben hier die Kasse 1, wir haben hier eine Eröffnungsbuchung über 100 Euro getätigt. Nun, 5 Jahre später, also ganz extremes Beispiel, ich weiß, aber nur damit Sie sehen, wo die Problematik liegt, 5 Jahre später fällt mir ein, ach, das waren jetzt nicht 100 Euro, sondern es waren 150 Euro. Was passiert? Sie haben in der Vergangenheit, haben Sie Ihre Tagesjournale gedruckt. Und dadurch, dass der Kassenmitlaufbestand rekursiv ist, das heißt, er wird errechnet, das ist kein fester Wert, hat natürlich die Eröffnungsbuchung eine große Gewichtung. Das heißt, 100 Euro, wie wir es hier eingetragen haben, stehen halt da drin und alles, was an Einnahmen dazukommt, wird aufaddiert. Wenn Sie jetzt natürlich im Nachhinein hergehen und sagen, das waren 150 Euro, ja, dann müssen Sie auch im Nachhinein alle Tagesjournale nachdrucken, die ab dem Zeitpunkt der Eröffnungsbuchung relevant sind. Das heißt, machen wir es jetzt mal nicht ganz so krass, dass wir sagen, 1.6.2014, machen wir es jetzt mal so. So. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, zum 1.6.2014 hatten Sie eigentlich damals 100 eingetragen, Sie hatten aber einen Fehler gemacht, das waren 150, dann müssen Sie nun alle Tagesjournale vom 1.6. bis zum heutigen Tage, die Sie in der Vergangenheit bereits gedruckt haben, alle nachdrucken. Das tun Sie ganz einfach über Journalkopien. Und hier können Sie das dementsprechende Datum auswählen und dann auf Journalkopie klicken. So, das war's jetzt mit der Eröffnungsbuchung. Bis bald.